Das Licht eines Lasers. Ein faszinierendes Phänomen. Elektromagnetische Wellen, intensiv, scharf gebündelt und manchmal zerstörerisch. Ein Licht von fast mythischer Kraft. Für mich ist das Laserlicht das schönste Licht der Welt. Dass dieses Licht aber auch einmal ihr Leben bestimmen und eine große wissenschaftliche Karriere möglich machen wird, hatte sich Ursula Keller lange Zeit nicht träumen lassen. Beim Lesen und Schreiben, da habe ich einfach alles verdreht und es ging einfach schief. Alles war rot beim Diktat. In der Mathe war ich super gut, das hat mich auch interessiert, hat mir Spaß gemacht. Und darum bin ich eigentlich als Mädchen in der Innerschweiz aufgewachsen, sehr traditionell, konnte ich eigentlich in Richtung Mathematik und Physik weitermachen. Die Begabung von Ursula Keller wird erkannt und gefördert. Sie überzeugt ihren Vater, dass er sie an der ETH Zürich Physik studieren lässt. Auf den erfolgreichen Abschluss folgt ein Stipendium an der Stanford University in Kalifornien. Danach landet die junge Schweizerin im damals renommiertesten Forschungs- und Entwicklungslabor der Welt, die AT&T Bell Laboratories in New Jersey, USA. Als ich dann dort angekommen bin, habe ich dann das Labor gesehen und das war einfach gefüllt mit sehr viel Gerümpel und ich musste als erstes zuerst mal diesen Raum entrümpeln. Aber das hat mich alles eigentlich nicht gestört, weil ich wollte ja meine eigene Forschung machen und etwas selber aufbauen. Ich hatte eigentlich die volle Freiheit, in eine Richtung vorzustoßen, die mich dann interessiert. Einerseits war das ein bisschen beängstigend und andererseits war es halt wahnsinnig spannend. Der Labortisch, an dem Ursula Keller dann 4 Jahre lang forschte, steht heute in ihrem Institut in Zürich. Schließlich ist es der Tisch, an dem sie die Laserphysik zum ersten Mal revolutionierte. Im Prinzip funktioniert ein Laser so. Pumpt man Energie in ein bestimmtes Medium, zum Beispiel einen Kristall, gibt der diese Energie in Form von Licht wieder ab. Mithilfe von 2 Spiegeln wird dieses Licht reflektiert und immer wieder durch den Kristall geschickt. So entsteht intensives, extrem gleichförmiges Laserlicht. Schließlich lässt einer der Spiegel einen Teil von dem Licht durch. Ein kontinuierlicher Laser. Seit der Entdeckung des Lasers wollte man Materialien damit transformieren. Aber ein kontinuierlicher Laser heizt Material zu sehr auf und beschädigt es. Die Lösung? Gepulstes Laserlicht. Die Technik dafür war aber lange Zeit viel zu kompliziert. Und solche Laser liefen nicht stabil. Genau dieses Problem will Ursula Keller an den AT&T Bell Laboratories lösen. Und es gelingt ihr. Mit einem Stückchen Halbleiter, den sie in das System einbaut und der ähnlich wie ein Spiegel wirkt. Werden Laserstrahlen erzeugt, entstehen einige Peaks mit höherer Energie. Genau auf die reagiert der Halbleiterspiegel folgendermaßen. Je energiereicher das Licht, desto besser reflektiert der Spiegel es. Diese hohen Energiepeaks werden bevorzugt zwischen den Spiegeln hin und her geschickt und verstärkt. Wird die Grenze erreicht, stößt das System einen Teil des Laserlichts als kurzen Puls aus. Sesam nennt Ursula Keller diesen Laser. Sesam ist ein Akronym. Es ist ein Semiconductor Subtropical Absorber Mirror. Mit diesem Sesam wird alles viel stabiler, kürzer und besser. Und natürlich viel einfacher. Also das ganze iPhone würde nicht existieren ohne diese kurzgepulsten Laser. Sesam hat vieles möglich gemacht. In fast allen Bereichen der Industrie wird das Prinzip heute eingesetzt. Beim Schweißen oder Schneiden von Materialien, in der optischen Kommunikation und in der Medizintechnik. Sesam ist wissenschaftlich eine Sensation. Der erste große Erfolg für Ursula Keller. Nur 1 Jahr nach der Erfindung kommt für die junge Physikerin der Ruf als Professorin nach Zürich, zurück in die Heimat. Zuerst habe ich gedacht, das sei ein Scherz, weil
Ja, ich habe in meiner ganzen Zeit nie eine Professorin an der ETH gesehen. Und im Prinzip war ich auch noch extrem jung. Ich war nur 33 Jahre alt. Aber das Gespräch wurde dann doch sehr ernst. Und am Schluss bekam ich ein Angebot, das ich eigentlich nicht ablehnen konnte. Ich war damit dann die erste Frau in irgendeinem naturwissenschaftlichen Lehrstuhl. Mit ihrem Team verbessert Keller die Sesamtechnologie noch weiter. Danach will sie die weltweit kürzesten Laserpulse erzeugen, mit vollkommen neuer Technik. Ständig erweitert die Physikerin die Grenzen des Machbaren. Ihre immer tiefere Forschung in die Lasertechnologie bringt Keller schließlich auf eine völlig neue Idee. Eine Uhr. Nicht im Sinne eleganter Schweizer Tradition. Es ist eher ein monströser Messapparat mit Laserlicht als dem präzisesten Zeiger der Welt. Er kann Attosekunden messen, den milliardsten Teil einer Milliardstel Sekunde. Das Licht braucht von der Erde zum Mond etwa eine Sekunde. Das Licht braucht nur eine Attosekunde, um über zwei Atome zu kommen. Das heißt, wir gehen in die atomare Welt, in die Quantenmechanik-Welt hinein. Und darum wird diese Zeiteinheit, diese Attosekunden, auch als die quantenmechanische Zeit bezeichnet. Die Atto-Clock macht den Blick in bislang ungesehene Welten möglich. Mit ihr lassen sich die Geheimnisse des Lebens verstehen, um sie eines Tages technisch nachzuahmen. Vielleicht könnte die Atto-Clock sogar verwendet werden, um unser ganzes physikalisches Weltbild zu überprüfen. Wir haben auch die Hoffnung, dass wir mit diesen Uhren irgendeinmal messen können, ob nun unsere Naturkonstanten wirklich konstant sind. Zusammen mit ihrem Mann hat Ursula Keller nach ihrer Zeit an der Uni eine eigene Firma geleitet. Diese stellt Sesamlaser für die Computer- und die Smartphone-Industrie her, hält mehrere Patente und wurde vor kurzem von einem amerikanischen Unternehmen gekauft. Nun hat das Start-up Zugang zum globalen Markt. Eine weitere Firma ist in Planung mit neuer patentierter Lasertechnik. Ihre Laser machen es dann zum Beispiel möglich, viel genauer in den Himmel zu schauen und nach einer zweiten Erde zu suchen. Wer weiß, wo das Licht Ursula Keller noch überall hinführt.